es geht los. Levi gegen Ian. Hier in Pools. Levi hat, soweit ich weiß, eben gegen Scoudy schon gewonnen. Ian hat auch das ein oder andere Match hier von seinem Pool schon gespielt. Ich meine, dass er jetzt nur gegen Beißel verloren hat bisher. Wie ich ja eben schon gesagt habe, spielen wir heute mit der Top 3, die weiterkommt. Von daher bin ich schon mal gespannt. Vielleicht kann Levi das ja auch schaffen. Aber natürlich muss er dafür erstmal am Belcampo vorbei. Und der hat, wie ich jetzt hier gerade schon sehe, schon 2-0 gegen ihn gewonnen einmal. Also, es steht in den Sternen. Wir werden sehen. Okay. Der erste Stock fehlt Levi schon. 56%. Also hier nicht nur als Counterpicture vielleicht die Bio, sondern vielleicht auch ein bisschen ernster. Okay, das Spike reicht. Oh, er reicht. Ja, tatsächlich. Hat die Side B als Option rausgeforst und dann im Down Smash gepunished. Oh, schön rausgesprungen gerade. Gefährlich, aber geschafft. Chaos, der Combo kommt da auch raus. Ja, die Bats Within, die machen schon was mit einem. Ich weiß nie so richtig, was man machen kann und was nicht. Oh, Rob ist da, was geht? Ja, genau, Nico gerade. Squallen ist auch natürlich hier. Der Squad. Ich habe gesehen, du hast letztens irgendwie ein Turnier gewonnen. Ich meine, du hast letztens ein Turnier gewonnen. Ich glaube, irgendwie sowas gelesen zu haben. Okay. Oh, und Levi kriegt hier die High Heels of Doom auf die Hände und auf den Kopf und verliert so das erste Game. Also 1-0 für Ian hier. Ja. Was kann Levi da anders machen? Ich weiß es nicht. Das ging schnell, das Match, kann das sein? Das ging sehr, sehr schnell, kam mir sofort zumindest. Wir sehen also hier wieder Bayonetta. Gut. Wir gehen in Game Nummer 2. Schauen, ob Levi hier. Er hat ja einen sehr aggressiven Playstyle, ne? Das könnte schwierig sein gegen Bayo. Weil Openings. Aggressiv heißt meistens, dass man Openings hat. Und genau danach sucht Bayo ja praktisch in jeder Situation, auch in Disadvantage. Da ist der Damage Output dann einfach ein anderer. Wie viele Bojen habt ihr denn, Leute? Wir haben hier jetzt gerade neue Kanalpunkte. Die guten Bojen-Boni. Und der Uppercut fördert Levi aus der Stage. Also ich habe 1500. Oh oh. Risky, aber Levi kommt noch ran und macht sogar noch ein bisschen extra Damage. Okay, sauber. 133%. Er versucht mit PK Freeze. Oh, schickt noch einen PK Thunder hinterher. Ah, nice. Mit der Down Air. Die I-Frames waren weg. Jetzt allerdings wieder. Oh, okay. Combo Starter. Ich finde, Levi sollte auf jeden Fall ein bisschen mehr damit spielen, dass hier Bayonetta praktisch dazu einlädt, dass man Air dodgt in Combos. Weil man halt Frame 1 aus Frame 2, was weiß ich, mit Bad Within aus so Kombos rauskommen kann, bietet es sich natürlich auch an, einfach Air-Dodge zu spammen, so ein bisschen. Und dafür kann man dann wiederum gepunished werden. Das würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen. Oh, schöner Tag. Kommt ran. Oh, fast gespiked. Okay, Interrupt. Ah, eine Down Smash war etwas zu langsam. Aber es ist wieder gut even gerade. Schöner Snipe. PK Freeze ist draußen. Ah, Back Air. Ja, Up Tilt into Back Air. Sitzt. Auf Snipe.
Ja, versucht da Two-Frame zu punishen, aber funktioniert nicht. Immer noch keine schlechten Chancen hier gerade für Levi. Allerdings muss er das entspannt zu Ende spielen. Ich weiß nicht, wie das mit Out-of-Shield-Option aussieht für Lukas. Sollte inzwischen auf jeden Fall mehr als genug Kill-Möglichkeiten haben, aber dem ist sich Ian auf jeden Fall bewusst, merkt man. Also eben war es so die obvious Kill-Option, der Grab. Und da hat er nur drauf gewartet. Okay. 50%. Es geht noch. Grab vielleicht? Ja. Backthrow. Okay, wir sind wieder even, was Stocks angeht. 58 ist jetzt auch noch nicht allzu schlimm. Okay, jetzt aber Bio-Combo. Sind zwar nicht mehr zum Spiel, aber es ist immer noch viel Damage und da ist die Riesenfaust. Ja, hier kommt die Riesenfaust und macht Ian hier gerade das 2-0 klar. Eine gute Leistung.